Christoph Herrmann hat alle Hände voll zu tun. Der Grund dafür steht draußen. Seit dem Anspruch auf 3 kostenlose FFP2-Masken für Menschen mit besonderen Corona-Risiken laufen die Arbeiten in der Hubertus-Apotheke auf Hochtouren. Es ist eine ganz verrückte Situation, es ist ein Ausnahmezustand. Wir arbeiten eigentlich, jeder arbeitet so viel, wie er kann. Viele schieben die Vorbereitung aufs Weihnachtsfest einfach auf die Seite und sagen, ich komme einfach noch mal hier noch ein paar Stunden und dort ein paar Stunden. Und natürlich ist man dann, wenn man so einen Tag hinter sich hat, auch sehr geschafft. Also das ist für alle sehr, sehr beanspruchend. Und es bleiben natürlich auch viele Arbeiten liegen, die ich dann zu mir am Wochenende mache. Das letzte Wochenende vom Duisburger Apotheker bestand zum Beispiel darin, kurzerhand nach Iserlohn zu fahren und mit 10.000 FFP2-Masken wieder zurückzukommen. Ein befreundeter Apotheker hatte dort eine große Lieferung mit Masken erhalten. Und ehe wir das auf den Postweg gegeben haben, habe ich gesagt, ich hole die ab. Und das Auto war wirklich so voll, da hätten nicht weitere 25 Masken reingepasst. Am Ende hatte Christoph Herrmann 10.000 Masken in seinem Auto liegen. Eine Lieferung, die oft geprüft wird. Die Bezirksregierung hat am Montag viele Apotheken in Duisburg und ihre Masken kontrolliert. Und dabei sind dann auch Formalitäten kontrolliert worden, was natürlich sehr schwierig ist, wenn man die Masken besorgt. Dann ist mal eine Verpackung nicht richtig beschriftet oder es ist keine Gebrauchsanweisung dabei. Und es ist gelungen, mit dem Regierungspräsidium, mit dem Abteilungsleiter in Kontakt zu treten, der dann uns auch zugesagt hat, es wird in Zukunft werden einfach CE-Zertifikate kontrolliert, das heißt, es wird einfach kontrolliert, sind die Masken in Ordnung. Und das ist natürlich auch für den Verbraucher dann eine vernünftige Nachricht, die Masken sind in Ordnung, sind kontrolliert und die CE-Zertifikate, die bestehen und sind in Ordnung. Auch wenn durch die Kontrollen, das Verteilen und das Beschaffen der Masken viel Arbeit für Christoph Herrmann anfällt, er findet das Anrecht auf kostenlose Masken richtig. Sie seien ein wichtiger Schutz in der Corona-Pandemie.